Liebe Zuschauer, ich will es mir nicht nehmen lassen, stellvertretend für mein Team euch einen schönen ersten Advent zu wünschen. Ja, eine Zeit, wie schnell ist das Jahr vergangen? Was haben wir dieses Jahr alles erlebt? Darauf wollen wir jetzt nicht zurückblicken, sondern einfach zu sagen, was können wir an so einem Tag für andere Menschen tun, für unsere Mitmenschen? Ich habe selbst erlebt, was es bedeutet, wenn Menschen einsam sind, und wir können eine Menge tun an solch einem Tag, dass wir sagen, wollen wir eine Tasse Kaffee zusammen trinken, bringen wir ein Stück Kuchen hin. Also das sind alles Aspekte. Wir sind sehr stark, anders als das viele meinen und an uns appellieren zu müssen, aber wir sind sehr stark, was unser Mitmenschentum angeht, und das sollten wir an so einem Tag nicht vergessen. Wir sind ein christlich geprägtes Land und das wisst ihr und das bleiben wir auch. Das ist auch unsere Tradition und deshalb werden wir unser Weihnachtsfest so verbringen und unsere Adventszeit, wie wir es für richtig halten. Meine Lieben, ich appelliere an euch, schaut, wo ein Mensch einsam ist, da, wo ihr helfen könnt, da ist eure Hand und da ist euer Wort gebraucht. Ich sage danke fürs Zuhören. Es freut mich, wie wir zusammenhalten und dass unsere Familie wächst. Und das gibt uns die Kraft, dass wir entsprechend diese Motivation verbreiten können. Schönen ersten Advent. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an mein Team, die heute kommentieren zum ersten Advent. Das sind ja Menschen, die sich mit Herz und Begeisterung für uns einsetzen. Ja, das ist die Kraft, das ist das Team. Und ich spüre, wie unsere Hallo-Meinung-Familie wächst, Tag für Tag. Und dazu trägt jeder seinen Teil dazu bei. Herzlichst, euer Peter.